Hallo und herzlich willkommen zu einer interessanten neuen Ausgabe meiner Top 40 Wochencharts. Und das ist die 26. Ausgabe und somit noch eine Ausgabe vom Juni, genauer gesagt vom 26. Juni 2022. Wir sind also weiterhin fast eineinhalb Monate hinten dran. Und ja, ich versuche das Ganze so ein bisschen aufzuholen und deshalb würde ich sagen, ich starte mir gleich ohne groß viel zu reden mit den Top 40 rein und da beginnen wir natürlich wie immer ganz unten. Und auf dem letzten Platz haben wir hier in dieser Ausgabe Lea Kate mit 10 Things I Hate About You vom Platz 33, ging es 7 Plätze runter auf die Schlussposition. Platz 39, da haben wir schon den ersten von insgesamt 7 Neuzugängen hier in dieser Woche, der stammt nämlich von Phil Bochiva, Young and Free auf Platz 39 neu dabei. Platz 38, da geht es deutlich bergab für The Whoop mit Let's Get Naked vom Platz 17, 21 Plätze runter auf die 38. Was für ein Absturz hier an dieser Stelle war das, bitteschön. Jetzt geht es weiter auf jeden Fall mit Weißton und Tonight We Dance vom Platz 26, geht es hier in der 7. Woche 11 Plätze runter auf die 37, ist aber auch verständlich nach 7 Wochen in den Charts, dass man da dann ein bisschen abrutscht, ist ganz normal. Platz 36 und der Song geht an Flikes mit Throwback vom Platz 31 leicht bergab, 5 Plätze auf die 36. So, wir kommen jetzt auch schon zur ersten Neuverstellung, da haben wir Razor Light. Die sind auch mal wieder zurück aus der Versenkung gekommen. Mit Wire to Wire hatten sie auf jeden Fall vor über 10 Jahren mal einen riesen Erfolg in den Charts. Und jetzt haben sie den nächsten Song auf jeden Fall mal aufgenommen. Call Me Junior, nach einiger Zeit meldet sich Razor Light. Also mit diesem Song zurück, Neuverstellung Nummer 1. Dann haben wir Thompson Square mit Country in My Soul. Der Song kann sich tatsächlich retten vom Platz 40, 5 Plätze rauf auf Platz 35. Platz 34, und da haben wir wieder Angst mit Rammstein zusammen. Rammstein mit Angst auf jeden Fall vom Platz 28 wieder ein paar Plätze runtergegangen, 6 Plätze auf die 34. Auf Platz 31, der Absteiger hier in dieser Woche, 29 Plätze bergab für Alok zusammen mit Bastille, Run Into Trouble. Der war auf dem Weg zur Number 1 oder zu den Top 3. Ja, vom Platz 6 auf die 5, auf die 4 hoch in den letzten 3 Wochen. Und jetzt geht es von der 4. Gibt es jetzt eine Bruchlandung runter auf die 33 für den Song. Platz 32, da haben wir Denko Jones mit Get To You. 9 Plätze runter von der 23 auf die 32. Der zweite Neuzugang kommt jetzt auf jeden Fall auf Platz 31. Der ist von Sam Fisher, All My Loving, auf der 31 neu eingestiegen. Platz 30 kommt gleich, aber zuvor auf jeden Fall noch die zweite Neuvorstellung von insgesamt 7 neuen Songs, die es beim nächsten Mal einschaffen könnten in den Countdown. Und das hier ist Hard Rock vom Feinsten von Apyxion, oder wenn man die ausspricht, Not Gonna Make It, Neuvorstellung Nummer 2. Platz 30, und da geht es auch ein bisschen bergab für The Ramona Flowers mit California. Letzte Woche noch die Top 20, auf der 20 gewesen, 10 Plätze geht es jetzt runter auf die 30, aber in der 7. Chartwoche ist das, denke ich, ja, ganz normal. Weiter geht es dann mit 3 Days Grace und Redemption, auch für den Song. Einige Plätze weg abgegangen, vom Platz 16, 13 runter auf die 29. Platz 28, da kommen wir jetzt zu Carrie Underwood und die Crazy Angels haben wir da. Von Platz 13 ebenfalls einige Plätze abgerutscht, 15 Plätze runter geht es da auf die 28. Platz 27, da geht es nur leicht bergab für Nathan Evans mit The Last Shanty. Von der 22, 5 Plätze runter hier auf die 27. Platz 26, da kann sich ein Song ja, verbessern im Vergleich zum letzten Mal, nämlich Hypen Hypen. Hat sich auch so, sag ich mal, gehettet aus dem Abstiegskampf sozusagen. Don't Wait For Me von Hypen Hypen. Von Platz 38 nochmal 12 Plätze auf die 26 in der 5. Ja, Woche, der Song hier schon bei mir dabei ist. Weiter geht's dann mit den Neuvorstellungen. Ihr habt das sicherlich schon gemerkt, seit einiger Zeit gibt es in jedem 5. Platz einen neuen Song dazwischen, dass es nicht langweilig wird. Früher hatten wir ja die ganzen 7 Neuvorstellungen gleich am Anfang hintereinander weg. Jetzt haben wir es verteilt über die ganzen Charts. Hier Neuvorstellung Nummer 3. Das ist auch wieder ein ganz spezieller Song von Tiscor. When You Look At Me hat auf jeden Fall gute Karten beim nächsten Mal hier dabei zu sein. Weiter geht's mit Platz 25. Auch da geht es runter, nämlich aus den Top 10 raus für alle Farben zusammen mit Pollyanna. Let It Rain Down vom Platz 8, 17 Plätze runter auf die 25. Platz 24, da kommen wir zum dritten Neuzugang. Und der fünfthöchste Neuzugang
sozusagen auf Platz 24. BTS haben wir da, die sehr erfolgreiche K-Pop-Band mit Yet to Come auf der 24 nur eingestiegen. Platz 23, ja, ebenfalls ein ähnliches Cover, auch so dunkel gehalten. Da haben wir Jason Derulo zusammen mit Kodak Black, Slidin' vom Platz 11, slidet der Song 12 Plätze runter auf die 23. Platz 22, da geht es nochmal bergauf für Hailstorm mit Wicked Ways in der 6. Woche von Platz 30, 8 Plätze hoch auf die 22. Bevor wir jetzt in die Top 20 kommen, da haben wir noch 4 Neuzugänge insgesamt in den Top 20. Jetzt erstmal Platz 21, auch da ein kleiner Absturz für Jago Jonze mit Swallow von Platz 6, 15 Plätze runter auf die 21. Gleich die Top 20, jetzt erstmal Neuverschlag Nummer 4, da haben wir Ray Dalton mit The Best Is Yet To Come. Der Song ist gar nicht mehr so neu, kam schon Anfang des Jahres raus, aber hat es jetzt erst reingeschafft hier bei mir in die Neuvorstellungen. Das sind ja alle Songs tatsächlich erlaubt, die in diesem Jahr erschienen sind. Also kann natürlich auch sein, dass welche Songs da schon im Februar, März erschienen sind, aber die natürlich noch nicht dabei waren hier bei mir. In den Wochencharts, weiter geht's auf jeden Fall mit dem nächsten Neuzugang, der ja, vierthöchste Neuzugang, mittlerweile schon auf Platz 20, da haben wir Sieb zusammen mit Julie Bergen, Always Will auf Platz 20, gleich mal neu eingestiegen, ist auch schon mal eine Ansage, aber es gibt drei Songs, die noch weiter oben neu eingestiegen sind. Jetzt erstmal Platz 19, da haben wir Stan Atlantic zusammen mit Tom the Mailman und Stump, vorm Platz 10, ja, somit 9 Plätze runter und ja, auch rausgerutscht aus den Top 10. Platz 18, da geht es rein in die Top 20 für Youngblood zusammen mit Willow und Memories. Vom Platz 27 geht es auf jeden Fall 9 Plätze rauf auf Platz 18. Und somit sind sie wieder dabei in den Top 20. Die waren ja schon mal vor 2 Wochen unter anderem auf Platz 15 gewesen. Genau, machen wir weiter mit Platz 17. Da gibt es gar nicht so viel Veränderung im Vergleich zur Vorwoche. Da haben wir K391 zusammen mit Victor Crown, Lonely World, von Platz 15 zwei kleine Plätzchen runtergefallen auf die 17. Platz 16, da haben wir jetzt The Amazons mit Ready for Something, auch für die gab es nicht so viel Veränderung, die gehen leicht bergauf vom Platz 19. Da sind sie beim letzten Mal neu eingestiegen, drei Plätze rauf auf die 16. Bevor wir jetzt weiterkommen, machen mit den Top 15 Songs, jetzt erstmal Neuvorstellung Nummer 5 und da haben wir ja auch eine Künstlerin, die wir noch nie dabei hatten, nämlich Lyotta Soul, Disgusting, Neuverschlag Nummer 5, auch das ein etwas anderer Song. Und ich kann euch schon mal so viel sagen, Neuverschlag Nummer 6 und Neuverschlag Nummer 7 sind auch ein bisschen andere Songs von der Musik her. Da bewegen wir uns auf jeden Fall in dieser Woche so durch mit ein bisschen Special Sound, sag ich mal. Maneskin haben wir jetzt auf jeden Fall auf Platz 15. Der geht wieder rein in die Top 20 mit Supermodel, Maneskin vom Blatt 21, 6 Plätze rauf auf die 15 in der 6. Chartwoche. Platz 14, da haben wir jetzt den ja, dritthöchsten Neuzugang. Platz 14 ist das Blue mit Haven't Found You Yet. Der kann sie auch gleich mal reinschieben in die Charts, in die Top 20 sogar. Platz 13, und da haben wir die Nummer 1 der Vorwoche, nämlich Hina Sawayama hat mit einer Spitze mit Tis Hell. Jetzt ist sie nicht mehr auf Platz 1, sondern nur noch auf Platz 13. 12 Plätze geht es da bergab. Bergauf geht es jetzt auf jeden Fall für Future Palace mit Dead in Seid beim letzten Mal neu eingestiegen auf Platz 25, jetzt 13 Plätze verbessert im Vergleich zum letzten Mal. Auf die 12 geht es darauf. Platz 11, und ja, da geht es raus aus den Top 10. Genauer gesagt sogar von Platz 2, 9 Plätze runter auf die 11. Ja, da haben wir To Fame mit Me Because of You. Und somit machen wir jetzt weiter mit der nächsten Neuvorstellung. Da haben wir Gabrielle Aplin mit Call Me. Wir hatten ja auch schon Neuvorstellung Nummer 1, Call Me Junior und jetzt Call Me. Also ähnlicher Songtitel auf jeden Fall, aber der Song ist tatsächlich etwas ruhiger. Das ist ein ruhiger Song, etwas mal zum Verschnaufen hier in dieser ja, verrückten Zeit. Wir machen jetzt weiter mit einem Song, über den ja in den letzten Wochen sehr, sehr viel diskutiert wurde. Damals noch nicht Ende Juni, aber im Juli wurde da wirklich sehr viel diskutiert um den Song DJ Warpin zusammen mit Schürze Layla. Von Platz 14 schafft es der Song jetzt rein in die Top 10 hier in der 2. Chartwoche. 4 Plätze geht es da auf jeden Fall bergauf. Wir haben jetzt eine kurze Pause eingelegt und sind jetzt bei den einstelligen Tabellenplätzen. Nämlich Platz 9, der geht in dieser Woche an Dermot Kennedy mit Something to Someone von Platz 5. 4 Plätze runter auf die 9, hält sich auf jeden Fall noch in den Top 10. Und somit geht es jetzt weiter mit Platz 8, und das ist der Aufsteiger
In dieser Woche über 20 Plätze bergauf ging es da auf jeden Fall für Ronis Goliath mit Videogame. Das ist eine kleine, ja, Überraschung. Letzte Woche auf der 32 nur eingestiegen, jetzt hochgeschossen in die Top 3 rein auf Platz 8. Und ja, das ist ein Song, der, ja, auf jeden Fall die meisten Plätze gut machen konnte. Und wir machen jetzt weiter mit dem zweithöchsten Neuzugang hier in dieser Woche. Und der ist auf Platz 7 datiert. Und wenn ein Song schon in den Top 10 einsteigt, dann ist der auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. So natürlich auch der Two Door Cinema Club, der hier natürlich auch Premiere feiert bei mir in den Charts. Noch nie dabei gewesen, ein Song von denen. Wonderful Life, und der Song hat auch was. Das ist nicht so Mainstream, sondern Alternative. Das, wo mir ja immer recht gut gefällt, die Songs, die man nicht im Radio hört, sondern die es nur bei den Danielsko-Charts wirklich gibt und die nur bei den Danielsko-Charts wirklich mit dabei sind und ansonsten da so unter dem Radar ein bisschen verschwinden von dem ganzen Zeug, was in den offiziellen Charts ist. Also da habe ich auch mal eingehört, dann denke ich mir, dieser ganze Deutschrap-Zeug, das braucht man jetzt wirklich nicht. Wir machen auf jeden Fall weiter mit dem 6. Platz. Da haben wir Why Don't We mit Just Friends vom Platz 18, 12 Plätze gesteigert, somit in die Top 10 rein auf den 6. Platz in der 4. Chartwoche. Und ja, wir haben nur noch 5 Songs zu gehen, da haben wir noch einen Neuzugang, den höchsten. Aber zuvor auf jeden Fall werden wir nochmal etwas, ja, neuer, nämlich mit Moncrief und Queen. Auch wenn der Song es reinschaffen sollte bei mir in die Charts, ja, feiert der Künstler auf jeden Fall dann auch bei mir wieder Premiere. Da hätten wir so einige, die da zum ersten Mal dabei wären von heute. Unter anderem jetzt Moncrief, wie schon angesprochen, auch davor Gabriel Aplin, Lyotta Soul, Tiscor und Apixion, die waren alle noch nicht bei mir in den Charts dabei. Razor Light damals, da habe ich aber noch gar keine Charts gemacht, weil To Wire war da safe bei mir in den Charts gewesen damals. Aber wie gesagt, wir machen ja die Charts nicht rückwirkend über mehrere Jahre hinweg. Und ja, wir machen jetzt weiter mit einer Frau und einem Song, der sich in den Top 5 sogar, ja, festigen kann. Demi Lovato, Skin of My Teeth, vom Platz 3, 2 Plätze runter auf, ja, die 5. Platz 4, da geht es 5 Plätze rauf für Mr. Wives mit Easy. Der Song hält sich in den Top 10. Sehr wacker, letzte Woche auf der 9 eingestiegen. Diese Woche, gleich mal 5 Plätze verbessert, auf Platz 4 auf. Ja, ebenfalls letzte Woche neu eingestiegen in den Top 10. Das waren Welshly Arms mit Dangerous. Vom Platz 7 steigert sich der Song ebenfalls. Ja, der um 4 Plätze von der 7 auf die 3. Und somit haben wir noch die Nummer 1. Und da ist die große Frage, hat es den Song geschafft auf die Nummer 1, der letzte Woche noch gar nicht dabei war? Oder kommt auf Platz 2 jetzt der Neuzugang? Und ich kann euch schon mal jetzt sagen, was passiert. Die Spannung, sage ich mal, so ein bisschen hochhalten. Wir haben jetzt auf jeden Fall auf Platz 2 den höchsten Neuzugang in dieser Woche, nämlich Panic at the Disco mit ihrem Song Viva Las Vengeance, der neueste Song von Panic at the Disco, und der gefällt mir wirklich richtig gut. Hat es aber knapp nicht geschafft auf die 1, also wir hatten ja in diesem Jahr schon einen Song, der es tatsächlich von der 0 auf die 1 geschafft hat, das Neuzugang. Das war damals Muse mit Compliance. Und Panic at the Disco mit Viva Las Vengeance hätte es werden können. Die waren ganz, ganz knapp davor. Aber auf Platz 1 haben wir in dieser Woche auch eine kleine Überraschung. In der 5. Chartwoche nochmal einige Plätze gut gemacht und somit auf Platz 1 gelandet. Die Rede ist von Saint Asonia mit Above It All von Platz 12, 11 Plätze rauf auf die 1. Hätte man nicht mehr damit gerechnet. Vor allem nach 5 Chartwochen und dann auf Platz 12, da ist eher die Tendenz bergab. Aber der Song hat es tatsächlich geschafft, auch eine Woche, zumindest eine Woche an der Spitze zu sein. Also ich denke, dass der Song in der nächsten Woche nicht mehr auf Platz 1 sein wird. Da lege ich mich einfach mal fest, und so wie ihr meine Charts ja kennt, ist es auch so, dass ein Song sich normalerweise nur eine Woche an der Spitze hält oder maximal 2 Wochen, wie Nathan Evans dieses Jahr schon geschafft hat mit The Last Shanti. Aber somit würde ich sagen, war es das auf jeden Fall jetzt mit den, ja, Wochencharts für die Woche KW26, und wir sind weiterhin 5 Wochen hinten dran. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann und ciao.